Bei der heutigen Veranstaltung geht es darum, die Feier der Lehramtsabsolventinnen und Absolventen hier an der Ludwig-Maximilians-Universität. Das sind mehr als 400. Wir haben jetzt ein erstes Staatsexamen, das ist nicht leicht mit vielen Prüfungen. Zum Zweiten natürlich auch die Bereitschaft, Schülerinnen und Schüler zu unterrichten, was für uns Freistaat Bayern sehr, sehr wichtig ist. Wir wollen unseren Schülerinnen und Schülern Fachkompetenz, aber auch Werte mitgeben. Früher waren es sogar mal 30% aller Studienanfänger, die den Lehrberuf gewählt haben. Mein Ziel ist es, wieder in diese Richtung zu gehen, weil es natürlich faszinierend ist, jungen Menschen, Kinder und Jugendlichen Inhalte zu vermitteln, aber auch Haltungen und Werte, damit sie sich in unserer Gesellschaft dann zurechtfinden. Es ist so, dass alle Lehrämter sinnvoll sind. Also man kann alles studieren, was einem Lehramt Spaß macht. Augenblicklich suchen wir besonders Grundschul-, Mittelschul- und Förderschullehrer, aber auch für Realschul- und Gymnasiallehrer sind die Chancen sehr, sehr gut. Also Lehramt studieren und dann kriegt man mit ziemlicher Sicherheit auch einen guten Job.